So zum Zeitpunkt der aktuellen Aufnahme weiß ich auch noch gar nicht, wie es mit dem Paro-Projekt weitergeht. Also da wäre ja jetzt das Problem, dass wir festgestellt haben, und jetzt merkt ihr einfach mal, welcher zeitliche Verzug da auch drin ist, dass wir eine neue Welt uns erstellen und die Modpacks so ein bisschen überarbeitet haben, weil das war ja noch nicht alles so rund, wie es sein sollte. So, machen wir mal so und so. Und ich einfach gerade auch aktuell überhaupt nicht weiß, wie da der aktuelle Stand ist, wann das weitergeht. Ich habe gehört, dass es morgen weitergehen soll, dass morgen quasi der Start von der neuen Staffel, nenne ich es jetzt einfach mal, beginnen soll. Also für euch vor ein paar Wochen auf jeden Fall, vor 4 Wochen oder so. Oh. Warte mal, jetzt muss ich mir ganz kurz nachgucken, ob ich das richtig speichere. Ja, weil irgendwie sagte mir gerade hier, der Speicherplatz geht zur Neige. Aber dann wahrscheinlich meint er das Hauptlaufwerk. Da muss man nämlich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht ganz so gut haushalten können, nicht ganz so gut hausgehalten. Hausgehalten? Wie heißt das eigentlich? Ach, keine Ahnung. Da ist nämlich mir ein bisschen Speicherplatz flöten gegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso und warum, was da jetzt so das Problem ist. Jetzt ruckelt es aber doch wieder ein bisschen. Nicht, dass das jetzt doch mit dem Speicherplatz. Sollte aber eigentlich nicht, weil das läuft ja alles auf einem ganz anderen Laufwerk. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es läuft hier alles auf jeden Fall nicht auf dem Laufwerk, auf dem auch das Betriebssystem läuft. Das habe ich da schon absichtlich eingerichtet. Vielleicht sollten wir uns auch mal Gedanken machen über eine Baumfarm. Hier in dem Ausschlag von der Aufnahme ist die Musik gar nicht so laut. Aber wenn ich das so höre hier, dann klingt das einfach total laut. Also ich habe das jetzt vielleicht auch ein bisschen laut eingestellt. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe das ganz normal auf einer schönen, angenehmen Spiellautstärke eingestellt, aber keine Ahnung. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich, man hat halt, also von dieser Aufnahme jetzt, oder von diesem Aufnahmekonzept jetzt, ist, dass man einfach ein bisschen mehr sich darauf konzentrieren kann, einfach zu bauen oder so, oder einfach Dinge zu machen, weil man sich nicht darauf konzentrieren muss, wie muss ich jetzt die Folgen timen, takten und so weiter und so fort, sondern man kann halt ganz einfach sagen, so, ich nehme jetzt einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden oder wie auch immer auf und mache das halt alles im Nachhinein. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich halt bisher immer nur so ein bisschen dagegen gesträubt, weil es halt doch nochmal die besagte Arbeit, die ich ja eigentlich nicht haben wollte danach, ja, die kommt dann halt doch, ne? Und ja, ich habe das gerade mal mit den Hunter, mit The Hunter, mit den The Hunter Aufnahmen gemacht. Das hat schon doch ein bisschen Zeit gezogen. Also ist vor allen Dingen auch, weil man ja jedes einzelne, das muss dann noch exportiert, gerendert und sonst was werden. Und das dauert halt alles seine Zeit. Und ich noch nicht ganz rausgefunden habe, wie ich die, ich fahre jetzt einfach hier mal ein bisschen mit dem Bötchen rum, wie ich das gut hinkriege, dass die Sachen einfach, ja, dass die Sachen einfach gut verteilt sind oder dass ich, nein, dass ich die Videos einfach in der Mitte mal cutten kann und dann die einzeln exportieren kann. Also die einzelnen, also quasi aus einem langen Video mehrere Dateien machen kann. Das habe ich leider noch nicht ganz rausgefunden. So, hier finde ich auf jeden Fall genug Holz. Holz ist nämlich gerade auch so ein bisschen Mangelware. Oh, und hier sind auch Tiere. Das ist gut. Dann kann ich nämlich ein bisschen Fleisch mitnehmen. Das ist doch schon mal sehr gut so. Ja, könnte ich ja ordentlich Fleisch mitnehmen hier. Wir müssen auf jeden Fall auch Kühe sammeln, weil ich will relativ zügig auch, wenn das irgendwie möglich ist, ein Enchanting Table bauen. Das ist schon echt praktisch, habe ich im Multiplayer festgestellt. Also wenn das dann alles so läuft, wie es laufen soll. Muhaha. Das ist natürlich auch immer so ein Aspekt. Da ist noch ein Schwein. Wir haben ja jetzt hier das hier noch alles gar nicht erkundet. Ne? Also wir haben ja am Anfang der Aufnahme oder am Anfang der Aufnahme, Anfang der Folgen. Ach, guck mal. Ein nerviger Freund ist hier wieder.
Ich finde ja immer noch, der sieht so aus wie dieser aus der Star Wars Episode 1, Watto. Ich weiß leider nicht, wie die Rasse heißt, was das für eine Teutorianer, genau, so ein Teutorianer. Genau, er sieht aus wie ein Teutorianer. Teutorianer, auch ein komischer. Naja gut, aber Star Wars ist ja generell, also Star Wars ist überhaupt nicht komisch. Nein, Star Wars ist so rein vom Logik, vom wissenschaftlich logischen Aspekt aus betrachtet, ist das natürlich ziemlich komisch. Aber rein vom Film her oder von den Filmen her einfach mega geil. Ich liebe die Star Wars Filme. Ich bin ein riesen Star Wars Fan. Ihr werdet es auch an den Let's Plays gemerkt haben, die jetzt rausgekommen sind. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt spoilern würde, wenn ich das verrate. Wenn dem so ist, dann Achtung, Spoiler-Alarm. Es kommt auch noch einem Star Wars-Spiel ein Let's Play raus. Ach, das ist ja cool hier. Warum bin ich nicht hier hingegangen? Na, das fragt man sich halt am Ende immer, ne? Woran hat die gelegen? Das ist ja cool hier. Ne, schön. Schön. Toll. So, fahre ich jetzt noch ein Stück weiter? Ja, guck mal. Fahren wir noch mal. Ja, cool. Mensch, das hätte ich mal vorher wissen sollen müssen. Oh Gott. Ja, aber ich finde auf jeden Fall zurück, denke ich. Ach, wie cool, eine Schildkröte. Hallo. Huhu. Hast du Eier gelegt? Hast du? Hast du hier irgendwo Eier gelegt? Die legen nämlich auch Eier und da schlüpfen dann natürlich kleine Schildkrötis raus. Oder das Eisen. Das nehmen wir doch aber noch mit. Auf jeden Fall. Alles an Eisen mitnehmen, was wir kriegen, würde ich sagen. Ich habe auch vor, so ein kleines Schildkrötengehege zu bauen, wenn sich mir die Möglichkeit ergibt dazu. Oh, kann man Sandstein eigentlich irgendwie gut verarbeiten? Seetang mal raus. Den kann man nicht. Schade. Egal. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal langsam wieder zurück, weil jetzt wird es wieder dunkel und noch bin ich überhaupt nicht geschützt. Und ich habe keine Lust, dass mich hier Monster etc. pp. Angreifen, Skelette vom Rand aus abschießen und so. Nee, das ist absolut gerade gar nicht geil. Das, nee. Prost. Ich habe das Gefühl, ich muss das hier noch mal ein bisschen anpassen, weil ich habe da, also ich habe das Gefühl, man hört zwischendurch einfach gar nichts von dem Sound hier. So, ist das jetzt hier richtig? Nee, ist es nicht. Ach, da muss man lang. Ja gut, ich hätte jetzt auch außen rumfahren können. Ach, das wäre cool. Vielleicht experimentieren wir auch mal ein bisschen mit Mods etc. pp. Och, cool. Das ist eine Schlucht hier, ne? Schlucht im Wasser. Scheibenkleister. Ich habe vorhin noch gesagt, wir finden auf jeden Fall zurück. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das hier richtig. Doch, das ist richtig. Da haben wir die Schweine gefunden. Ist auf jeden Fall richtig hier. So, also manchmal habe ich das Gefühl, es wird doch ein bisschen zu. Nein, hier ist das auch noch nicht. Wir waren jetzt nur eine Bucht weiter. Also so Buchten finde ich einfach Buchts, 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 Buchts. Platte, Sprung in der Platte. Really? Noch so eine coole Bucht? Das ist natürlich auch cool. Da kann man natürlich cool so ein Fortress, also so eine Festung und so bauen. Oh, und mit dem Mond, das ist einfach cool hier. Ach, das ist mal richtig.
Na klar. Das meinte ich. So. Natürlich sind das Skelette. Klar. Und natürlich werden wir von einem Zombie verfolgt. Alter, wie hast du mich hier noch gesehen? Ich sehe dich ja fast gar nicht. So, wie komme ich da jetzt? Ohne dass mich die Skelette sehen. Dran vorbei und vor allen Dingen auch nicht die Creeper. Das ist ja immer so ein kleiner Horror, ne? Wenn du dich dann schlafen legst und dann, hallo, natürlich ist da ein Zombie. Und dann kommen da irgendwie. Oh. Und dann kommen da irgendwie Creeper und du hast nicht die Zeit zu reagieren. Boah, das ist so ein Albtraum, wie ich finde. Da habe ich ja gar keinen Platz für. Ja, vielleicht baue ich mir dann doch mal ein paar Truhen. So. Hallo Enderman, schön, dass du auch da bist. Ach nee, die kann man ja nicht öffnen, ne? Dann müssen wir da jetzt das noch abbauen. So. Setzen wir einfach mal hier das Zeug rein. Das ist jetzt auch so ein bisschen willkürlich hier alles. Oh, gut, dass ich nicht gestorben bin irgendwo. Wenn das Eisen weg gewesen wäre, das hätte mich jetzt so geärgert. Das hätte mich massiv geärgert. Also überall an so Punkten, wo du es safe wiederfindest, ne? Gar kein Problem, ne? Aber wenn du einfach so einen Punkt hast, den du nicht mehr wiederfindest und du das verlierst. Ey, so wie bei Paro. Junge, Junge, habe ich gelitten. Echt schrecklich. Echt schrecklich. So ist da oben bei unserer Baumfarm ist noch kein Baum gewachsen. Das ist bei unserer Baumfarm in Anführungsstrichen. Das ist ja jetzt keine richtige Baumfarm, so wie wir das aus dem Let's Survive oder so kennen. Da schwimmen die Tintenfischlis. Apropos Fische, wir könnten noch Fische futtern. Fische jagen, also Fische mit dem Schwert. Nicht angeln, sondern angeln könnten wir natürlich auch. Ah, da ist noch Eisen, das ist gut zu wissen. Ich muss einfach auch mal so ein bisschen hier die nähere Umgebung, also, oder nee, in Anführungsstrichen nähere Umgebung zu meinem Haus erkunden. Nehme dann jetzt hier auch so ein bisschen Rohstoffe mit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich weiß noch so gar nichts darüber, obwohl ich ja hier in der Nähe auch angefangen habe, obwohl wir hier in der Nähe gespawnt sind. Obwohl das ganze Übel seinen Beginn hier hatte. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß einfach gar nichts darüber. Das war doch irgendwo da vorne, oder? So, da ist eine Kuh, da sind zwei Kühe. Haben wir eigentlich Kühe da hinten in der Nähe? Ansonsten wäre das ja jetzt echt doof, wenn ich die hier. Aber jetzt bin ich eher mal dabei. Jetzt ziehe ich das auch einmal durch. Opa, komm schon. Ah, so. Hoffentlich haben wir da hinten Kühe. Also Schafe haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Schweine meine ich ja auch. So. Aber cool bei dem Paro-Let's Play finde ich auch, dass man quasi bei allen Tieren auch irgendwie so Fleisch hat, das, was da rauskommt. Aber irgendwo hier in der Nähe sind wir doch, also war doch der Start von dem ganzen Übel. Oder meine ich das nur? Boah, hoffentlich finde ich jetzt zurück. Nee, also keine Ahnung. Jetzt gerade bin ich auch tatsächlich ein bisschen überfragt. Warum sind hier so viele Schafe? Also Essen haben wir dann jetzt auf erstmal. Jetzt auf erstmal. Jetzt erstmal auf jeden Fall reichlichst. Was gut ist, was sehr gut ist. Und ich meine, wir müssen in diese Richtung zurück. So. Das guckte mich böse an. Das war Notwehr.